Hier ist Electric Drive. Den rein elektrisch angetriebenen Skoda Enyaq gibt es optional direkt ab Werk mit einer schwenkbaren Anhängerzugvorrichtung. Dieses System verfügt sogar über eine Gespannstabilisierung. Das ist eine Erweiterung der Stabilitätskontrolle und hilft, zusammen mit der Gegenlenkunterstützung ein Aufschaukeln des Anhängers zu reduzieren. Die schwenkbare Anhängerzugvorrichtung ist nicht nur praktisch, sondern liegt auch komplett unsichtbar hinter dem Stoßfänger, wenn man diese gerade nicht benötigt. Hier ist keine Öffnung in der Heckverkleidung vorhanden, die das optische Gesamtbild vom Skoda Enyaq stören könnte. Wird die Skoda Enyaq Anhängerkupplung benötigt, öffnet man einfach die Heckklappe und drückt die Taste, die sich auf der rechten Seite vom Gepäckraum befindet. Die Anhängerkupplung schwenkt automatisch heraus und kann anschließend ganz einfach zum Beispiel per Fuß arretiert werden. Derzeitig ist die Anhängerkupplung für den Skoda Enyaq im Konfigurator nur für den Enyaq iV60 und für den Enyaq iV80 verfügbar. Bei diesen beiden Modellen wird die maximale Anhängerlast mit 750 kg ungebremst und 1000 kg gebremst angegeben. Die Stützlast beträgt 75 kg. Nach der Benutzung wird die Anhängerkupplung ebenfalls einfach wieder per Tastendruck entriegelt und kann nach unten weggekickt werden. Die Hände bleiben in dem Fall stets sauber, es sei denn, das Kabel für die 13-polige Steckdose war verschmutzt. Bei der Bestellung gibt es übrigens zwei Optionen. Zum einen die Vorbereitung für die Anhängerzugvorrichtung für derzeitig 190 Euro und die komplette Anhängerzugvorrichtung für einen Aufpreis von derzeitig 890 Euro. Das sollte man bei einer Kaufentscheidung berücksichtigen. Gedulden muss man sich derzeitig auch, denn die Skoda Enyaq iV 50, 60 oder 80 Modelle sind ab dem zweiten Quartal 2021 wieder verfügbar. Das war Electric Drive. Bis zum nächsten Mal.